Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. So eigenständig und trotzdem unverwechselbar wie unsere Berge ist auch der Käse, der dort hergestellt wird. Warum das so ist, das weiss jetzt unser Studiogast, der Armin Amrain. Einerseits liegt es an der ganz speziellen Flora in den Bergen, an der guten Milch und dem Fachwissen vom Senn oder der Sennerin. Auch die Lagerung der Leib und die sorgfältige Pflege machen aus dem Bergkäse ein besonderes Geschmacksereignis. Grüezi miteinander. In unseren Läden finden Sie jetzt eine grosse Auswahl von Bergkäse zum Kennenlernen. Unter anderem bekannte Sorten wie der Bündner, der Engadiner oder der Walliser Bergkäse. Und einen davon braucht es jetzt heute für das Rezept von Armin Amrain. Richtig, Alpenmagronen kommen zwar aus der Innerschweiz, aber weil er schön schmilzt, passt natürlich auch der Bündner Bergkäse. Geschälte Herdöpfel in Würfel schneiden und in wenig Salzwasser knapp gar kochen. Teigwaren ebenfalls gar kochen und beides abtropfen. Jetzt den Zwiebeln in dünne Streifen und einen ungeschälten Äpfel in Würfel schneiden. Sofort mit Zitronen beträufeln, damit sie nicht braun werden. Als letztes den Bergkäse mit der Röstiraffeln grob raffeln. Alle diese Zutaten lagenweise in eine ausbutterte Auflaufform schichten. Zuoberst sollten Zwiebeln und dann der Käse kommen. Zuletzt noch den Halbrahm mit Pfeffer, Muskat und Salz verrühren und alles damit übergießen. Das Gericht kommt jetzt 20 bis 30 Minuten in vorgeheizten Ofen. Dann kann man es zusammen mit dem Salat servieren. Das Rezept für das währschafte Gericht finden Sie in der Coop-Zeitung von dieser Woche. Und hier zur Erinnerung nochmal alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Herdöpfel, Teigwaren, Zwiebeln, Äpfel und Zitronen, Bergkäse, Halbrahm, Pfeffer, Muskat und Salz. Danke, Armin. Ein grosser Teil der Bergkäse, den Sie bei Coop kaufen können, sind von Coop Naturaplan. Vom Frühling bis zum Alpabzug sind die Kühe draussen auf den saftigen Weiden. Nur zum Melken kommen sie zweimal am Tag in den Melkstall und liefern pro Tag durchschnittlich 12 bis 15 Liter gesunde Biomilch. Am Morgen früh wird eingeführt und der Bergkäse nach der Richtlinie von Bioswiss produziert. Jeder Handgriff sitzt. Nach gut 2 Stunden sind die neuen Käse parat zum Formen und fürs Salzbad. Und weitere 3 Monate Pflege braucht es, bis der Bio-Bergkäse die richtige Reife hat und unter dem Gütesiegel in unsere Läden kommt. Dass immer mehr Bergbauern auf biologischen Betrieb umstellen können, das ermöglicht unter anderem die Coop-Patenschaft für Berggebiete. Mit den Spendengeldern werden Renovationen unterstützt, damit die strengen Vorschriften betreffend artgerechte Tierhaltung und Bewirtschaftung im Einklang mit der Natur eingehalten werden können. Und weil auch das Schaffen in einem neuen Stall leichter wird, hilft Ihre Spende mit, dass weniger Familien aus dem Berggebiet abwandern und sich weiterhin um die Pflege und die Erhaltung der unersetzlichen Bergwelt kümmern. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Weiter geht's jetzt mit dem Superspiel. Diese Woche unterstützt von den folgenden Sponsoren: Schöne Delikatessurkraut, Fadusch Green Tea Wellness, Zitronensaft Limonina Forte, Taft Ultra Strong Hairspray und WC Ente Forte Pearl. Zu Günne gibt es 3 Städtereisen für je 2 Personen nach Berlin, offeriert von Helvetic Tours. Und auch das mal 100 mal 10'000 Superpunkte für Superprämien. Das Mitmachen lohnt sich also. Auch bei den Aktionen lohnt sich das Mitmachen, denn da gibt es wie jede Woche nur Gewinner. Ein Beutel Coop Naturaplan Rüebli aus Biolandbau kostet 2,20. Und mit der Coop Supercard kommen Sie 3 Kilo Uva Italia zum halben Preis über. Beim Kauf von unseren Mini-Biscuit gibt es pro Sorte 80 Superpunkte für Superprämien. Sie wissen ja, Supercard vorzeigen, sofort profitieren. Superpunkte sammeln können Sie jetzt auch in der Importparfümerie. 1000 Punkte zum Beispiel mit dem Cartier Santos Set für Herren zum Preis von 49,90. Das war es aus dem Coop-Studio. Danke, dass Sie Zeit hatten und auf Wiedersehen.